Womit wir bei der unterscheidenden Weisheit wieder sind. Da sind genau die Punkte, wo es dann darum geht. Ja? Wie bringen wir die Weisheit ins Leben? Und ist manchmal gar nicht so einfach, wenn es an die praktischen Sachen rangeht. Und dann auch an ethische Geschichten. Ich bin an manchen Punkten, ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun und es ist ein wunderbarer und sehr großer Haufen. Und da passieren alle möglichen Dinge. Ja, wie in einer Kleinstadt oder so. Oder sagen wir mal, ein größeres Dorf. Ist das irgendwie, und da passiert dies und das und jenes. Und da gibt es immer wieder Situationen, wo ich sehr gründlich gucken muss, was ist jetzt wirklich das rechte Handeln? Ja, da sind wir beim achtfachen Pfad, der gehört da ja auch dazu, rechtes Handeln, rechte Rede und so weiter. Wie ist es jetzt recht, das heißt mittig? Und was wird am ehesten der Gesamtsituation gerecht, inklusive meiner selbst? Ja, ich gehöre ja dazu. Und du auch. Und das braucht manchmal längeres, also an diffizilen Punkten braucht es manchmal längeres Kontemplieren. Das ist nicht immer sofort offensichtlich, auch für mich nicht. Verstehst du? Das ist nicht so. Diese Simple-Regel gibt es nicht, außer die alte taoistische und von Jesus aufgegriffene, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Das ist zum Beispiel eine wunderbare Sache, die auf jeden Fall mal stimmt. Und wenn ich jetzt das Verlangen habe, ich will einen ruhigen Geist haben, ich will in die Richtung mehr zur Offenbarung des Göttlichen, das ist ja auch dann Anhaften. Ja, wunderbar, hafte daran an. Und lass dieses Anhaften, jegliches andere Anhaften erstmal auffressen. Und ganz am Schluss kümmern wir uns dann um dieses Anhaften. Ja? Gut, danke. Das wird dann nicht schwierig sein, das damit umzugehen. Aber das heben wir uns für ganz am Schluss auf. Allerdings natürlich, wenn du dich hinsetzt zum Meditieren und dann sagst du und da ein Mantra draus machst und sagst, ich will jetzt still sein, ich will jetzt still sein, ich will jetzt still sein, scheiße, schon wieder ein Gedanke, dann wird es nichts Gescheites mit der Meditation. Das kennst du wahrscheinlich. Oder? Ja, dieses, nicht manchmal ja ein bisschen da auch, ja. Aber sondern in der Meditation, so wie ich gestern zu, ich weiß ihren Namen nicht mehr, zu der Dame gesagt habe, da mögen Gedanken sein oder nicht, da sind Gefühle oder nicht, da ist ruhiger Ozean oder aufgewühlter Ozean. See mit Fischen, See ohne Fische. See mit Fischen, die springen, See mit Fischen, die gerade schlafen. Egal. Das kann alles da sein. Und da ist immer noch Weite. Das reicht. Danke. Bitte. Mit diesen Pflastern vom Nikotin runter. Und dann merke ich irgendwann. Du kommst auch in die Phase, wo du die Pflaster dann weglässt. Ich hatte sie schon weg, ja. Mhm. Genau. Und eigentlich geht es mir schon gesundheitlich dann auch während dieser Entzugsphasen besser. Also der Kopf dröhnt nicht mehr zum Beispiel. Ich arbeite irgendwie mehr, ich bin irgendwie leistungsfähiger. Aber dann, was dann irgendwie auftaucht, ist Depression, merke ich. Und das war jetzt nicht nur einmal so, das war jetzt bei 3 Versuchen so. Da ist irgendwie plötzlich Depression, Traurigkeit und das ist dann der Grund, warum ich wieder anfange, weil ich finde es total ätzend.
jetzt habe ich mich, bin ich irgendwie drauf gekommen, weil ich kriege das, habe das von anderen Leuten auch gehört, die aufgehört haben zu rauchen, dass es anscheinend irgendwie verbreitetes Phänomen ist. Und ich frage mich, vielleicht habe ich ja sogar damals angefangen zu rauchen als, und das Nikotin als Medikament irgendwie benutzt die ganze Zeit. Also vielleicht ist es eine Entzugsdepression oder die war eigentlich immer schon da oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ich fühle mich mit dieser Depression so blöd. Sie würde nicht ewig dauern, wenn du da mal durchgehen tätest. Meinst du? Also du musst nicht befürchten, dass du dann bis an dein Lebensende depressiv bist. Also die Wahl ist nicht wirklich Zigarette oder Depression, sondern diese, das taucht wirklich bei vielen auf und es hört aber auch wieder auf. Da kommt ein Haufen hoch und wenn es durch ist, ist es durch. Kann aber auch mal, kann ein Jahr oder so dauern. Okay. Und ich glaube, wenn sie das weißt, dann ist es schon nicht mehr so schlimm. Mhm. Das ja, ist manchmal so. Kann aber auch schneller gehen. Mhm. Ja, ich werde mir jetzt das Frühjahr mal aussuchen, weil alles dann so ein bisschen leichter ist. Ja. Die Depression kommt erst am Ende der Pflasterphase. Ja, so zu Ende. Ja. Ah, dann fang besser jetzt an, damit dann, weißt du, im Mai, wenn alles blüht, weil wenn du jetzt im Mai anfängst und dann ist das Ende der Pflasterphase ja erst Juni, August, September, dann ist ja schon wieder Herbst. Ja. Stimmt. Okay. Ja, gibt es da auf der Seite irgendwas? Irgendwas würde mich interessieren. Wie geht es euch mit dem, was wir bisher gesprochen haben oder was ich versucht habe, euch rüberzubringen? Der Weisheit im Leben? Irgendwelche Fragen dazu oder hä, oder kapiere ich nicht oder mag ich nicht oder mein Erfahren ist anders oder? Also mir wird das immer zu viel. Mit dem genau nachschauen und hier nachschauen und da nachschauen und da nachschauen. Und ich habe mir jetzt diesen Stress rausgenommen und habe gesagt, ich schaue jetzt anders. Und was ich mache, und weil ich früher eigentlich auch immer sehr viel damit gearbeitet, sehr immer so, ne, so mit Kopf und ich muss und ich will da durch und dies und jetzt habe ich gesagt, nachdem ich da auch wieder anfing so und gesagt, so jetzt, das ist jetzt egal, ob ich es verstehe oder nicht verstehe, also ich setze mich jetzt hin und was ich jetzt bemerke, ist einfach so, ich beobachte, wenn mein Verstand reinkommt und dann stoppe ich ihn einfach und gehe wieder in die Stille. Und dann fängt dann zum Beispiel, wenn ich mal diese Stille oder auch so dieses Glücksgefühl, die Freude habe in der Meditation, dann kommt da, das stimmt nicht, dann machst du dir was vor oder das steht dir nicht zu. Also das kann nicht sein. Oder wenn dann plötzlich mal wieder so ein, wie war das? Ja, oder es geht zu leicht, es geht zu einfach, es sind von mir so Sätze. Mhm. Wenn was plötzlich ganz schnell geht, dass ich so in der Stille bin oder irgendwas ist oder was weggeht plötzlich. Nee, das geht zu schnell, das kann nicht sein, das kann nicht richtig sein. Und dann stoppe ich einfach nur und gehe wieder zurück in die Stille oder in die ins Jetzt, so ins Jetzt rein. Also mehr kontrolliere ich nicht und mehr mache ich auch nicht und mehr denke ich auch nicht nach. Das reicht doch. Ja, dann bin ich ja zufrieden. Oder meine Erfahrung diese Woche war, ich müsste Italienisch lernen und meine Sätze sind immer, ich bin nicht sprachbegabt, ich kapiere sowieso keine Grammatik. Jetzt hatte ich 3 Versuche gemacht und bei 3 Versuchen benehme ich mich wie ein beleidigtes Kind,
Also das ist, aber was ich jetzt schon mal mitkriege, dass ich daneben sitze und es merke, was für Sätze ich in den Raum schmeiße. Oder wie beleidigt ich bin, wie ich dann die Lehrerin anmache. Sie macht zu schnell, ich kapiere es nicht, sie müsste nach meinem Ermessen gehen und so. Ist jetzt der dritte Versuch in dieser Richtung. Aber immerhin kriege ich jetzt schon mal mit. Ich kann es nicht stoppen, aber ich kriege das mit, was ich da treibe. Also stoppen kann ich es noch nicht und es ist dann irgendwie so gelaufen, wie es gelaufen ist. Dann ärgere ich mich erstmal darüber, dann stoppe ich da immer wieder und oder gehe dann halt, ja, oder gehe da ins Gefühl rein. Und tobst dann in der Klasse? Nee, ich gehe dann, wenn ich dann draußen bin, meinen letzten Satz so reingeschmissen habe, gehe dann raus und dann merke ich, oh Scheiße. Und dann gehe ich ins Gefühl rein, im Nachhinein nochmal. Du bist ja hier richtig brav. Ja, ich habe ja auch nichts zu kamellen hier. Also hier kann ich ja mal sitzen und nichts tun. Hier kann ich mich ja verstecken letztendlich. Hier brauche ich ja nichts zu sagen. Wer versteckt sich noch? Hier. Nein, es ist jetzt nicht verstecken in dem Sinne. Es ist einfach, ich genieße das einfach, nichts sagen zu müssen und einfach ruhig zu sein. Doch, das habe ich schon mitgekriegt, weißt du? Deshalb frage ich auch. Ich kriege das mit im Moment im Rahmen von diesen Bodhitree-Geschichten, obwohl noch gar nicht so wahnsinnig viel praktisch läuft. Wir sind immer noch in der Anlaufphase. Kriege ich mit bei so manchen, die anfangen, sich zu engagieren in irgendwas. Ja, und dann gibt es auch Meetings und dann gibt es Auseinandersetzungen unter den Leuten und dies und das und jenes. Und ich kriege teilweise positive und negative, beides, Seiten mit von Menschen, die ich schon seit Jahren im Satsang kenne, die mir aber überhaupt nicht klar waren. Ich denke mir, super, das allein schon rentiert die ganze Geschichte, weil das Verstecken nicht mehr so geht. Und einfach die menschlichen Seiten, die Qualitäten und die Dinge, wo es hakt, auf einmal sichtbar werden. Und damit auch, kann man dann damit umgehen. Aber das stelle ich bei mir immer mehr fest, dass wenn ich mit mir alleine bin, kriege ich das schon mal so ganz gut hin. Ja, interessant so, wird gell? Immer, wenn du mit anderen bist. Aber mit der Außenwelt, also da laufen die alten Muster. Ich meine, ich erkenne es jetzt schon mal. Ich stehe dann schon daneben und kriege mit, was da abläuft. Aber also das finde ich für mich sehr schwierig. Also gerade so in Konfrontation mit anderen oder in Auseinandersetzung mit anderen oder einfach auch so. Da laufen dann so diese alten Muster an, ab und... Und was machst du da damit? Wenn ich dann zur Stille komme, sind sie schon wieder verflogen. Ja, kommst du dann zur Stille in der Situation? Nein, in der Situation. Ich kriege es, also ich nehme es einfach nur wahr. Erstmal, ich stehe daneben und merke und nehme wahr meine Reaktion, was ich treibe. Mhm. Komm aber manchmal, selten komme ich raus. Mhm. Oder dass ich dann nichts sage und einfach innehältst. Ja, innehältst. Aber das schaffe ich im Außen nicht so schnell, dieses Innen zu halten. Das schaffe ich mit mir selbst ja auch schon auch schwierig. Dieses dran denken, immer wieder dieses Innen zu halten. Also das finde ich wirklich schwer. Da wäre es ganz wichtig im Sinne der Weisheit im Leben, übt es. Ja. Das Innehalten in der Situation. Ja. Nicht erst später am Abend, wenn du auf deinem Kissen sitzt. Ja. Wobei das auf dem Kissen sitzen regelmäßig absolut notwendig ist, um überhaupt das Werkzeug zu haben und auch um einfach zu Hause zu sein. Aber dann muss man es übertragen auf die Situationen des Alltags. Also nicht so pendeln zwischen, jetzt ist ja anderer Film, jetzt sind wir ja im Alltag, da kann ich sein wie immer und ich bin halt so und die anderen müssen damit leben oder was auch immer. Nee, aber sondern wirklich das Innehalten kultivieren. Aber wo ich das Vertrauen drin habe, ist einfach so, dass ich merke, durch die Meditation wird mir eigentlich vieles mehr bewusst oder ich kann
da schon mal stoppen, ja, oder in Gefühle, klar, reingehen, wunderbar, und merke auch, dass sich das aber auch nach außen ein bisschen verlagert. Zwar noch nicht so, wie ich es gerne hätte, aber da ist passiert, ja, die Geduld wieder, genau, gefragt. Und da habe ich jetzt eben die Geduld und habe das Vertrauen, dass es einfach so langsam weiter wächst. Super. Das ist, genau. Ist vielleicht auch einer der wesentlichen Punkte. Wie leben wir Weisheit? Das ist die Kultur des Innehaltens. Nicht so poltern, nicht so plötzlich, nicht so impulsiv, schon spontan, aber Spontaneität wird oft mit Impulsivität verwechselt. Und Authentizität wird oft mit Egoismus verwechselt. Da zum Beispiel eine klare, feine Unterscheidung zu treffen, ist wichtig. Und dazu braucht man das Innehalten. Das ist keine Frage von Zeit. Innehalten, wenn man es wirklich tut, geht ganz schnell. Das muss der andere gar nicht mitkriegen. Manchmal braucht man natürlich auch, wie ich vorhin gesagt habe, in schwierigeren Entscheidungssituationen oder so, tatsächlich, dass man einen Tag sich zurückzieht und erstmal gar nichts unternimmt. Aber es geht einfach so schnell, dass dann das Innehalten schon vorbei ist, die Möglichkeit des Innehaltens. Das denke ich mal. Ich glaube, du bist schon relativ impulsiv. Ja, ja. Oder kannst du auch richtig handig, sagt man da bei uns, sein. Ja. Also ist schon ruhig geworden, ja. 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 Jo. Und dann da.